Hi. Hi. Ich will fragen, ob ich die bei euch verkaufen kann. Ich schau es mir mal an, ja. Das ist auch nicht das Schönste, ne? Das ist schon ziemlich an. Das hat Ladekabel? War keins dabei. Ja, wie hast du das dann gespielt? Oder? Hast du es so bekommen? Oder? Ich habe das so bekommen ohne Kabel. Es lag nur noch rum. Und so, ich habe das vom Wegwerfmarkt. Du hast das schon vom Wegwerfen, oder? Nee, aus dem Wegwerfmarkt. Also, die bringen Sachen hin, du kannst umsonst wieder Sachen mitnehmen. Ach so. Das ist fast wie Flohmarkt, nur kostenlos. Ach so, okay. Ja, von hier oder wo kommst du her? Von Bad Dürheim. Ach so. Keine Ahnung, 50 Euro. Ja, passt. Ist das okay für dich? Ja, ja. Okay. So, bitteschön. Ja, gleichfalls. Ciao. Ja. Hast du da was? Warte mal ganz kurz, Moment bitte. Lange überlegt, aber. Echt? Jetzt bringt schon wieder was. Ja, meine Switch. Echt? Okay. So Special Edition von Animal Crossing. Weil ich habe PS5 auf und sehe nicht Spiele. Ich spiele dafür auch. Deswegen. Was musst du dafür haben? Ja, ich weiß nicht, ich habe eBay geguckt. 340, 320 geht's weg. Also ich dachte vielleicht links die Hälfte oder so. Die Hälfte. Okay. Ich habe noch 1, 2, 3, obwohl ich sammle, ist egal, ich kann auch 10 kippen. Ach so. Ja, aber ich glaube, die sind schon begehrt, oder? Ja, ja, ja gut, verkauft habe ich schon lange keine mehr, aber ich denke schon, dass die also preisstabil zumindest bleiben, ob das jetzt jemand noch hypt oder kauft. Das weiß okay. Ich guck mal neu, 650, ich bin krank eigentlich. Ja, okay, auch mal. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich. Ja, aber Amazon ja. Wahrscheinlich, oder? 650. Amazon, ja, ja, das okay. Ist verrückt, gell? Ja, wahrscheinlich irgendwas, ich weiß nicht, Unterschrift vom Nintendo-Chef oder so. Oder von mir. Oder so. 250, guck mal kurz, was können wir dir denn dafür anbieten? Ja, eBay gehen wir eine weg für 270, 320. Dann machen wir für 400, dann machen wir für 230. Traumzustand 229. Oha, 2. Februar. Aha. 230. 180. Passt. Ist auch sehr guter Zustand. Ja, ich habe gesehen, ist alles gepflegt. Der Karton sieht ja auch aus wie neu. Ja, also machen wir den Deal mit 180. Ja. Ich denke, ich habe auch alles reingemacht, was da gehört. Ich habe nichts vergessen. Mhm. Aber falls es, ich bin ja ab und zu hier wieder da, kann ich dich ja melden, dann guck ich nochmal. Also falls es was wäre, aber ich denke nicht. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Nee, natürlich. Können wir auch gleich auch angucken. Oder ich so. Habe schon reingeguckt alles. Ja, okay. Deine Ware war ja immer gepflegt bis... Ja, immer. 50, 70, 90, 110, 30, 50, 80, gell? Ja, super, passt. Ich danke dir, gell? Danke dir auch. Bis die Tage, sag ich mal. Jo. Ja, ciao. Ciao, ciao. Jawohl. Ja, für dich. Ich ja bei mir verkauft. Mhm. Ich hab wirklich, ja. Ja, das hat wegen dem Umzug haben wir zugeknüpft, deswegen. Ja, das glaube ich. Da muss ganz halt auf und zu gehen. Oh, ja, ja. Hast du mit dem Chef telefoniert? Genau. Ich hab angerufen, ja. Die meisten sind eigentlich PlayStation 4. Ja, ja, ich sortiere es nur schon mal vor. Kein Problem, alles kann er sich das gleich angucken.
kann man es mal ein bisschen mal ausräumen. So. VIP-Eingang. Ja, ja, nur mit Klopfen kommt man rein heute. So, dann schauen wir mal. Ja, es sind halt auch viele ältere Spiele dabei für die PS4, gerade sowas. Da sind die Nächsten. Da sind die Nächsten. Ja. Aber da hat er mit dem Vater, steht er da. Geh nochmal. Ja, ja. Papa! So, dann gucken wir mal. Dass da die Anleitungen fehlen und verkratzt. Manche, ja. Für PC-Spiele, da sind halt manche Account-gebunden, die verkaufen wir selber dann noch für Stücken Euro. Ja. Wärst du tatsächlich insgesamt für alles bei 160 Euro? 160? Mhm. Brauchen wir nicht 170 mal? Ja, das Problem ist halt gerade so Spiele hier, die hier verkaufen 5 und 8 Euro, weißt du. Okay. Also 165. Alles klar. Ja, mach mal. Jawohl. Also 100, 150, 160, 165, gell? Alles klar, danke dir, gell? Schönen Tag noch, ja, ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Eine Frage. Ja. Ich habe einige PlayStation-Spiele, die ich nicht mehr brauche. Ja. Nehmt ihr die an? Weiß ich nicht, muss ich mal schauen. Achso, okay. Beim Sack sehe ich nicht, was du hast. Ich nehme alles raus, habe ich schon. Ältere Spiele dabei. Also. Mhm, alles querbeet, ne? Oh, FIFA. Ja, alles Mögliche. Das auch, oder? Ja, das auch. Du willst alles verkaufen? Alles verkaufen. Also, das heißt, du brauchst Geld für Fasner. Ne? Ja. Okay. Merkt man's. Weiß ich nicht. Was wichtig ist. Also eher Fasnacht Urlaub, sagen wir es so. Ja? Waren 3-4 Tage weg und. Okay. Du meinst, du kriegst jetzt hier die fette Kohle? Nein, das nicht. Auch ein bisschen. Geld ist Geld. Okay. Das ist jeder Euro wichtig. Bei einem Spiel ist die Hülle falsch, da ist glaube ich ein anderes Spiel, aber wenn ich mich nicht täusche. Es kann auch sein, nicht bei denen nicht, da habe ich ja gerade geguckt. Es kann auch sein, dass ich nicht eingepackt habe. So, ich glaube, GTA war es, glaube ich, wenn ich mich täusche, unter dem. Ja, ja, genau, da ist FIFA 22, da hat es die Dinger nicht, sonst stimmt alles. €100 100? Mhm. Passt. Ich denke, du hast ein gutes Deal gemacht. Alles klar. Okay. So. Ich danke dir, gell? Ich danke dir, gell? Schöne Fastnacht, schönen Urlaub. Ciao. Ciao. Danke, ciao. Das Spiel war ja drin. Das war nicht drin, okay. Dann hoffen wir, dass das da ist. Ja, es ist da. Wunderbar. Ich bin 6 im Lotto, dass mal was da ist.
So, mit Karte? Ja, kam mit Karte. Ja. 35, 70, 74. Ja. 7, 4, 0, 0. So, dann einfach hier auflegen. 39, 39. Auch jetzt der Typ. Und es geht. Geht so? Alles klar. Mal ganz kurz warten, dass die Karte durchläuft. Jawohl, Zahlung ist erfolgt. Dann sind sie hier schuldenfrei entlassen. Ja, wunderbar. Ihr auch. Mach's gut. Ciao. Hast du ein Spiel für mich? Mhm. 20 Euro aktuell. Ja. Ja? Mhm, ist okay. Ist okay, okay. Ja. Ja, ja. Ich hab mit weniger gerechnet. Ja, ich hab normal 15, weil es gab Zeit lang. Ja, ist okay, aber. Alles klar. Danke. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ich hab was nochmal zu verkaufen. Was, du hast was zu verkaufen? Mhm. Ja, das spielt nicht mehr damit. Ja. Und ich hab gedacht, dass wir hier nachfragen, bevor man es wegschmeißt oder so. Na gut. Das ist nicht wirklich was. Oh Gott. Oh je, Philipp. Ist 10 Euro so ein Schlassis. Das ist alles verkratzt. Und einzigste ist das und das, was man noch so einigermaßen. Ja, okay. Ja. Okay? Ja? Okay. Ich glaube, das ist billiger. Komm, ist billiger. Mit dem einen fehlen die Anleitung, da ist ein tiefer Kratzer. Aber gut, die ist das PlayStation 1 Spiel und das PlayStation 2 das Ferkel. Aber mehr ist nicht drin. Gell? Alles klar? Ja, danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Sie verliert ihr Auto da unten. Ach, Philipp, mach mal dein Auto da richtig halt. Dankeschön. Bitte, ciao. Hallo. Moment kurz. Mal kurz die Theke hier vorne machen. 76 oder was? Hast du gerade angerufen? Ja. Ach, hast du dann. Nee, Nina telefoniert. Ach, Nina, ja. Da habe ich dich ja gefragt, was jetzt. Hi. Keine Lust mehr. Ja. Nervt mich irgendwie nur noch die Sackerei. Was, die nervt dich? Ja. Okay, ich spiele als keine mehr. Ja. Ich habe die Ding vor nicht ganz eineinhalb Monate geschenkt gekriegt. Das war es okay, aber mit der Freundin nur Theater und. Ja. Freundin Theater. Auch das hier zum Vergrößern. Das ist Mai 22. Das hat sie dir gesagt, 3, oder? 300, ja, das passt. Ich nehme an, laufen wird sie ja einmal. Ja, ja. Alles zusammenpackt und. Echt? Gerade schnauze voll gehabt, oder? Ja, jeden Tag Diskussionen. Ich halt vom Schaffen reinkommen, weil ich dann davor hab. Ach so. Ja, da musst du dich halt selber ein wenig zügeln, gell? Da musst du dich ein wenig zügeln. Also für Geld, ich muss jetzt noch auf Bank Geld holen, du, also diese Ankauferei macht mich schon gar nicht. 100, 200, 250, 290, 300, gell? Alles klar. Dann ist da was, gell? Schön.
Dir auch. Ja. Ciao, ciao. Hallo. Ja, ja, mach kaputt. Sorry. Kein Problem. Ich stand in Deko. Nein, nein. Hast du ja auch recht. Getrennt, zusammen. Getrennt. Getrennte Betten, getrennte Waren. So sieht's aus. 11,67. So. Zahlst du mit Karte? Ja, ich zahle mit Karte. 30 Euro für die zwei. So, drei. So, dann bitte einmal hier auflegen. Ah, hier, hier. So, das Rest müsste eigentlich schon automatisch gehen. Tüte oder? Das geht so, danke. So, bei dir 8 Euro. Mit einem falschen 50er. Danke. So, 42. Jawohl, okay, danke schön. Das Spiel ist drin. Diese Pepper da kann man wegmachen. So. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Danke. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Alte Dinger. Ein paar alte Dinger. Das hast du zu Genüge, habe ich gesehen. Okay, ja, ja, das ist so. Wo kommst du her? In Mülheim bei Tuttlinge. Ah ja, okay. Kommst du auch von den Social Medien? Oder? Ja, YouTube zumindest. YouTube gucke ich regelmäßig. YouTube, ah, okay. Die meisten mit Anleitung. Mhm. Deine eigene Sammlung oder hast du das mal gefunden? Nee, das hat mir ein Kumpel mal weitergegeben. Und ich hatte früher auch mal, besser gesagt, mein großer Bruder hat einen Mega Drive. Mhm. Aber Konsole habe ich auch noch, aber die läuft, glaube ich, nicht mehr so stabil. Also war ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt noch fährt. Ja, kann da ja nichts groß kaputt gehen. Ja. Wie ich es letztes Mal schon Jahre her am Röhrefernseher getestet habe, da ging es irgendwie nicht richtig. Mhm. Der Kollege Giese noch, keine Ahnung, so daheim gelassen. Ein bisschen was, hä? Ja, ein bisschen bunte Tüte. Ich mach die Sammeln ein bisschen ausdünnen. Ach, sammelst du selber? Ja, jetzt nicht ein großes Spiel, aber also das, was mir was wert ist, das wäre schon, was bedeutet so. Achso, was wert ist, also sammelst du nach dem Wert? Nee, nee, eigentlich einfach für was dich persönlich, für mich persönliche Wert. Hat, so, oder eine Erinnerung oder sowas Nostalgisches. Oder mhm. Okay. Was ist das? Das ist von Limited Run. Das sieht man nicht so oft. Also aus der Konsole ist das? Das ist so Deluxe Edition. PS4, ah. Ja. River City. Ne, Mili. Du wolltest was anderes mitnehmen oder nur verkaufen? Eigentlich nur verkaufen. Vielleicht komme ich mal wieder wegen der PS2. Mhm. Die kostet, glaube ich, gerade so 80 rum oder so. Oder wie? Das ist 60, 70 so. Ja, okay. Ich
Gibt's da irgendwie was, wie du was vorgestellt hast vom Preis? Nicht so richtig, nee. Nee, keine Gedanken mehr? Ja, nicht wirklich. Okay. Das ist schwer zu sagen, weil ganz unterschiedlich, aber... wie es bei denen so ist. Ich glaube, dass gerade das ein bisschen rausgestochen hat. Mhm. Das ist mir versucht durch. Das hier? Mhm. Okay. Mal gucken, kann ich gar nicht sagen. Also bei eBay ist jetzt eins drin mit 28 Euro plus 8 Euro Versand. Bei Verkauften guckt, da war es auch wieder 30, 40 irgendwas. 30, 40, ja, okay. Wir gehen eher so, bei uns ist halt sowas, wenn es 80, 100 oder 17 ist schon, aber so 30, 40 ist so. Ist auch gut, klar. Gar keine Frage. Da fehlen ein paar Anleitungen, ein paar Titel sind nicht so toll. Ja, ich denke, wir kommen auf 170 Euro. Gesamt. Ja. Mhm. Okay. Was würdest du bei dem? Das kostet neu 80, da habe ich dir 40 angerechnet. Mhm. Weil ich verkaufe das gebraucht um 60, 70, okay. Wenn ich Glück habe. Und die so einfach aus Interesse so 20 Euro 20 Stück. Rum, mhm. Ich ja, das ist aber normal. Also. Ciao. Die sind charmed. Wenn das jetzt so Marios wären oder so, dann keine Frage, aber das ist jetzt. Also nicht schlecht geredet, Gottes Wille. Okay. Okay. Ja, machen wir. Ja, mhm. Weil was verdienen muss ich, ganz ja, klar. Okay. Ja. Ich kann halt immer den Endkundenpreis. Es sind auch ein paar tolle Sachen dabei, krieg ich verkauft, aber vieles ist halt dabei, wo. Kannst du ein FIFA 96, also ein Rumble. Ich glaube ohne Anleitung, ja, das halt die Sammler mittlerweile so, ich will es komplett und mit Anleitung und dann ja, ist der Dinger noch dran und ja, das ist schwierig, aber auch da hier habe ich gesehen, Balderdash ist jetzt auch komplett abgegilbt, ist das hier. Das ist halt immer so ein bisschen Abzug, ja. Das ist jetzt kein Schimpf oder Meckler oder so. Ist auch anders, wenn man das erzielt wäre, ne? Das ist halt auch gebraucht. Du könntest dann überall nochmal einen 10er und 20er mehr rechnen. Okay. Aber machen wir dann die 170, wenn dir das passt. Das passt. Das passt, okay. Jetzt hab ich schon mal Geld da. Das Geld geht weg, du. Das erscheint ja mal gar nicht gut. So, ich danke dir für den Deal. Danke auch. Darf ich auf YouTube hochladen? Oder? Ja, kann ich machen. Ja. Kannst du machen. Cool, freut mich. Mich auch, gut. Danke dir. Schönen Tag noch, gell. Mach's gut, ciao. Ja, ciao. Hey, also wir sind fündig geworden. Ihr seid fündig geworden? Junior ist fündig geworden. Okay. Ist er dann, wohin? Da unten im unteren Regal des Game Watch Gallery 2. Das hier? Ja. €15. Ja. Ich kann dir auch wechseln, ist kein Problem. Okay, ja. Du brauchst dir nicht Angst haben. Also. Die haben eben den Vorteil, die können meistens wechseln. Das ist der Vorteil eines Geschäftes. So. Mein Papa anders, aber Geschäfte haben da. So, ach, ich will den 50er nicht hergeben, weißt du, nee. Bitte nicht, gell? Papa geht 50 rum. Jo. So, alles klar. Also, Dankeschön. Danke, schönen Tag. Ciao. Tschüss.
Und dir? Und dir? Ah, oh, wenn du da bist, dann geht uns richtig gut. Ja, was ist, achso, du willst Schulden bezahlen? Nee, ich wollte zurückbringen, aber funktioniert alles. Ich kriege erst 4 Wochen Geld, aber es dauert zu lange, deswegen, weil ich hab, hol ich's ab. Und den Rest will ich verkaufen, nein, weil ich will dir helfen. Erstens, ich kaufe die Spiele wieder ab. Und nein, zweitens, die mag ich nicht. Also, ein paar Spiele, die du brauchen könntest. Jetzt bin ich mal gespannt. Pack mal aus, ja, Kollege. Die zwei, die. Das sind ganz, das ist von Schuldschein. Ja. Die sind beide von Schuldschein, ja? Ja, das lässt ja. Und das Spiel wird auch nicht einmal bezahlt, aber wieder zurückbringen, oder? So, was ist mit denen andere jetzt schon wieder? Das ist da gut. Tauschst du gegen andere Spiele? Nein, nein, du gehst wieder zocken. Nichts zock, jetzt übertreib doch nicht jetzt. Du bist halt wieder so wild. Ja, ja, wieder, ich weiß. Guck. Dann los, ich helfe dir, egal. Ja, aber das wie ist eine ist Englisch, das ist. Das ist da, guck. Ich hab's bis jetzt nur 2 oder 3 Mal gemacht. Ja, aber das ist Englisch, das ist. Guck. Esta, Star Wars, das installieren dauert zu lange. Nein, bei dem da, ja. Und das da. Und dieses Zombie-Dingsbums. Du hast doch gesagt, du machst dir eine Collection. Ja, aber ich habe ein paar doppelte. Der eine, wo du auf Englisch mir verkauft hast, weißt du, mit den 500 Spiele. Da ist das alles mit dabei. Okay. Das ist das. 2 Kilo, 20 Euro. Was, 20 Euro? Du hast doch alles geschenkt gekriegt, was soll ich dir mehr geben? Was ist doch nicht geschenkt, übertreib mich. Das sind die Spiele, die ich dir abgekauft habe. Das ist eigentlich ehrlich, guck mal. Wie ehrlich? Mir tut das weh. Warum verkaufst du das jetzt schon wieder? Weil ich dir nichts mehr abkaufen kann, du hast nichts. Ich will jetzt wissen, was du mit dem Geld machst. Nichts, schwöre nicht, Alter. Also das heißt, okay, ich kaufe dir das ab und das bezahlst du. Mit dem Geld, wo ich dir gebe. Wie? Nein, nein. Das ist nichts, mein Lieber. Das ist Samstag, hast du. Ja, aber trotzdem. So geht das aber nicht. Aber ich hab nicht. Du schuldest mir für die Geld. Ja, das gebe ich irgendwann jetzt. Lass nein, ich gebe dir jetzt für das Geld und für das bezahlst du dann. Okay. Dann, ja. Nein, bitte. Du hast es jetzt am Samstag mitgenommen, hast ja, aber gespielt und jetzt sagst du, willst es nicht. Dann willst du es nicht mal bezahlen, Burak. Doch, und das nichts nicht. Jetzt, ihr versteht mich falsch, jetzt nur. Sobald ich mehr hab, dann zahle ich wirklich viel. Jetzt nimm jetzt einfach das, dann sind wir alles zufrieden. Ich mach nichts. 40 mehr. Euro. Okay. So, und dann kann er ja dann davon. Na, dann diskutieren mit dem jetzt nicht mehr rum. Also. Nee, Burak. Aber ich kauf's irgendwann wieder ab, kein Problem. Hey, was machst du? Lass die doch. Die Tüte ist weg. Ja, ist okay, lass geht so. Uns nichts an, mach okay. Was du willst damit. Na also. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt hast du mich gerettet. Ja, ich hatte woanders Schulden. Nein, ich hab fast Ärger bekommen. Ja, ohne ja. Du hast woanders Schulden? Ja. Schulden, gell? Nein. Doch, sag. Doch. Die kleine Kochbuchbuchbuch. Ja. Ich hab genau so gerechnet. Also. Darf ich den mag? Ich mag den. Das ist Opa, das ist Papa. Was? Kann sein, ja. Ja, ich dachte, also wir haben es ja auch per WhatsApp geschrieben, aber wir dachten ja, wir kommen jetzt mal vorbei, zeigen sie dir so. Genau, ich mach hier, muss hier alle raus. Halt, halt. Ach, nicht. So. Gut. Ist gut. Na gut. Keine Lust mehr. Ja, also, ja. Hört sich sehr begeistert an. Hm, ja, weiß ja. Nicht. Hm. Man hat halt einfach Geld und manchmal. Dann ach, muss man, ja, ach so, okay. Da muss man halt manchmal Sachen abgeben. Ich glaube auch, dass viele Leute hier ihr Zeug abgegeben haben, weil sie einfach Geld gebraucht haben für PKW oder sowas. Ja, für eine neue Kupplung oder richtig. Für ein neues Getriebe. Genau, genau. Wenn es dann wieder um sowas geht, dann. Aber für eine neue Frau. Und ja, für die Scheidung, für den Richter, ja. Oh, okay. Ja. Uiuiui. Für den Richter. Oh. Man weiß ja nicht, was Leute hier herbringen. Ja, klar, natürlich. Aber das ist ja schon schwer. Guck, die Atari hatten wir auch so. Was? Die Atari, weißt du? Oh. Wir hatten auf die 3000. Das ist eine Limited Edition. Ja? Keine Ahnung. Ja, klar. Wir hatten ja die 3600. Also. Flashback 8 Gold. Ich hab die noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ah ja. Aha. Wir hatten die 2600, die auch ja, die ja, 2000, normale. Deswegen sage ich, die sieht ja anders aus. Die sieht deutlich besser aus, ja. Das war mir doch verpickt. Hm. Hm.
Ja. Kommst auf 60 Euro. Was? Okay. 60? Ja. Und wie wird das berechnet? Ja, ich gucke halt, welche was wert sind, wenn die halt für 15 neu verkauft werden. Ja, das sind sogar ja, ein bisschen datschig. Wieso, was habt ihr gedacht? Also 60 ist schon ein bisschen arg wenig. Ja, ich dachte jetzt halt allein wegen der Big Box. Wieso, was kostet die Big Box? Die hat ja neu 35 gekostet. Mhm. Und deswegen meine ich, 60 wäre ja gerade mal das Doppelte voll. Ja gut, dann müsst ihr selber verkaufen. Ich habe einen Großhandel, da kriege ich die zum Einkaufspreis. Ja. Und das sind ja gebraucht, die sind ja nicht neu. Aber die sind nicht geöffnet von uns. Ja, alle ungeöffnet. Alle ungeöffnet. Weil ich dachte jetzt gerade natürlich für die wird es ja, Jack Skellington. Gerade für die Special Editions. Gut, der Dominus Gaul, der kam leider auch schon so. Sonst hätten wir den selbst behalten. Aber die sind ja alle im Top-Zustand mit Special Editions. Ich meine, 5 Euro pro Funko-Pop. 15. Ja, guck mal, hier hast du 13,99 € beim GameStop bezahlt. Ja klar, aber das heißt ja nicht den Wert von den Funko Pops. Ich kann ja aber nicht... Okay, dann... Hä? Dann macht das jetzt alles gar keinen Sinn mehr mit den Funko Pops. Wieso, was soll Sinn machen? Billig kaufen, mir teuer verkaufen, oder? Nein, man kauft ja Funko Pops, die einem gefallen, die vielleicht auch eine Wertanlage für einen sind, um sie halt zu horten und vielleicht irgendwann mal Stück für Stück welche abzugeben. Weil ich meine, das ist ja der Sinn der Funko Pops. Wenn alle bei 14 Euro beim Kauf bleiben, wofür kauft man die? Yeah. Wofür? Also es gibt ja Funko Pops, die sind 200 Euro wert. Das macht ja gar keinen Sinn mehr, diese ganze Funko-Pop-Geschichte allgemein dann. Ja, aber jetzt würde ich mal gern von euch wissen, was ihr euch vorgestellt habt. Einfach mal so rein, also, was mich jetzt einfach mal interessiert. Also wir sind auf jeden Fall bereit, die deutlich unter Wert abzugeben, das ist klar. Ihr müsst ja Gewinn machen. Ja, wir wissen aber, ja, wir müsst ja auch nochmal runtersetzen, dann teurer verkaufen. Genau. Also sonst müssen wir ja nicht so viele verkaufen. Ja, ja, ist gut. Aber so den sogar auch noch runter, wenn man jetzt runterrechnet auf 20. Schon günstig, 20, ja. Also den will ich auf jeden Fall 20, den auch 20. Den ziemlich runtergerechnet 20, aber kann man halt auch machen. Gut, kann man halt dabei sehen, sag 25, da 15, wenn du jetzt gut nicht mehr. Also wäre das von Interesse, weil wir sagen ja schon ein paar Zahlen. Nee, eigentlich nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also eine kurze Frage, was würdest du denn dafür machen? Also, das sind jetzt halt die ohne Sticker. Ah nee, da ist die Mama. Also hier Aquaman, Also für die normalen, ganz normalen Fünfer mehr gebe ich dafür nicht. Mhm. Okay, und wie wäre es mit dem Demongo noch? Eine kurze Frage, was wird dafür zahlen? Mit 2021 Sticker? Also wenn wir jetzt halt hier bei 5 sind, ja gut, 5, sind wir halt hier bei 10. 5 sind wir bei 15. Der kostet neu 15 Euro, kann man noch bestellen. Oh, okay. Ja gut, das ist scheiße, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, das waren jetzt halt 20. Ja, das kann man ja schon so machen. Ja, das kann man schon machen. Ja. Aber einen müssen wir noch verkaufen, leider. Mm. Brauchen nämlich gerade 30 Euro wenigstens. Echt? Ja, ja, mindestens. Ja. welchen gibt, also für welchen wird jetzt eigentlich am meisten zahlen? Oder anders? Einfach mal so dahingestellt. Also es ist jetzt keiner, also den habe ich noch 20 Mal im Lager. Okay, dann ist es ja schon erledigt. Okay. Guten Harry Potter kann ich dir noch einen 10er geben, aber das war's. Aber also das wären halt 10 Euro meinst und hier auch wahrscheinlich 10 Euro oder wie? Für den Blacklight. Für Special Edition Jack Skellington. Kaufst du bei mir auch mal welche für 40, 50 Euro? Wäre das auch mal ein Deal? Ich habe mal Spiele bei euch gekauft. Achso, okay. Ich glaube, ein Funko haben wir damals auch gekauft. Ja, das kann auch sein. 20, 50. Und Boosterkarten haben wir auch. Auch noch. Ja, also wir haben schon hier Geld dagelassen. Achso, okay. Ja, natürlich. Das ist jetzt nicht so, als würden wir es nur kaufen. Zehner. Ein Zehner. Ja, also was? Ja, Zehner, Zehner, Zehner. Ja, was wir halt machen könnten. 30, wenn du den halt für 5 Das ist wie so ein Hütle-Spiel gerade. Ja, wirklich. Ja, können wir, ja. Dann können wir uns da 2 Bolognese und 3 Liter Cola kaufen. Da ist noch eine Kinokarte für 2,50 drin und ein 9-Euro-Ticket. Also gut, das ist ja 30. Okay. Okay, geil, hast du ja. Check, geil. Wie ich will für 5 abgeben, oder nicht? Wen dann bitte? Den da. Den Demongo? Ja. Muss ich den hier sehen? Ja, genau, stimmt. Ja, das wären jetzt die 30, die wir mindestens brauchen. Die will ich nicht und den könnte man halt noch geben. Oder man sagt, wieder Boosterkarten für die, aber weiß ich nicht, ob du das lieber 5 Euro. Also, das wären jetzt. Mach mal, wie wär's damit?
5 Euro pro Funko Pop jetzt. Hast du ja gesagt, 5, 5, 5, 5 und 5, das wären 25. Ja. Und du gibst mir einen Booster. Also jetzt gerade sagst du, du bist in Geldnot und jetzt willst du einen Pokémon-Boost. Also ich verstehe. So als Trostpflaster. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hast du ja probiert beim Bäcker vielleicht ein Brot dafür zu nehmen? Könnte man eigentlich auch, was ist für ein Brot? Ja, wenn dir damit geholfen ist, ist mir das Wurst. Das war super, ja. Gell? Können wir gerne so machen. Okay, den schon mal mitnehmen. Such du die einen raus. Irgendeinen. Ich bin nicht für Tiroler. Alles gut. Wir haben schon die 30 drin, das ist schon okay. Ja, jetzt sind wir bei 25. 25, plus genau. Plus Booster, ja. Ja, plus Booster sind sie aber gesehen. Ja, Mann, ist das interessant, so einen Laden zu haben. Ja, das glaube ich. Jetzt, ich bin schon 30 Jahre hier, aber jeden Tag erlebe ich was Neues. Das ist echt der Hammer. Ja, bei der Branche, sage ich mal. Die Branche ist geil, ja, ja. Ja, das ist ja. Ja, ja. Was war denn das Interessanteste, was du jemals bekommen hast? Du. Wirklich das Interessanteste? E&G. Weiß ich nicht, 30 Jahre, wir haben so viele Geschichten und so viel Zeug gekriegt. Und vielleicht das Teuerste, was du jemals in die Hände bekommen hast? Das muss man ja wissen als Ladenbesitzer. 1.000-Euro-Spiel, ja. 1.000-Euro-Spiel, ja. Oder 3.000-Euro-Konsole. Ja, gut. Okay, super. Dann ja. Danke. So schön, da, ja, Booster. Wir haben nur noch die hier. Ah ja, okay. Pokémon. Ah, ja, One Piece gibt's auch, Booster, wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Aber das sind Panini-Sticker, glaube ich. Das sind Panini-Sticker, ah, genau. Da zieh ich einer aus. Nein, das ist erledigt. Nobel geht die Welt zugrunde. Schaff's! Ja. Yes, dann viel Glück und ich hoffe, du ziehst eine 150-Euro-Karte. Wahrscheinlich ja, nicht. Dann ist der Abend wieder gerettet, gell? Danke. Ja, ciao. Hallo. 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 Hi. Soll ich das jetzt schon? Hast du was dabei für mich? Ja. Irgendwas Gescheites. So ungefähr. Nintendo Switch und eine PSP mit ein paar Spielen. Achso, du hast über Insta geschrieben. Ja, das war ich. Ah ja, ich hab dir vorhin geantwortet. Ja, ja. Und ich war über WhatsApp. Ah ja. Oh Mann. Wo kommt ihr her? Rillersingen. Ah, ja, ja, okay. Ja, wir haben die erste gestern entdeckt. Ich guck schon lange. Ja, du. Echt? Ja. Immer. Twitch oder YouTube? YouTube. Echt? Okay. Zum Einschlafen oder einfach so. Aber das ist jeder mit dem Einschlafen, gell? Aber diese Geräusche, die sind entspannend. Und wir gucken es erst seit gestern und erst seit lange. Echt? Okay. Genau, das ist schon Switch und PSP. Du wolltest nur verkaufen, oder? Ja, ja. Und dann halt mir hier was aussuchen. Brauchst du eine PlayStation 5 jetzt, oder? Nein. Xbox nur. Du bist Xbox-Gamer. Man muss auch mal eine richtige Konsole spielen. Ach so, wie PSP ja, ja. Und Switch. Nein, ja, PSP jetzt auch nicht. Eine richtige Konsole. Also die Switch hat es in letzter Zeit echt in sich, oder? Jeder bringt die Switch her. Oha. Ja, das ist eine der ersten. Die ganz alte. Wir haben die schon. Seit sie rauskam, haben wir die. Ich muss
Sachen sind da. Das hier ist auf jeden Fall leer. Das müsste leer sein. Warum? Das haben wir nicht mehr gefunden. Aber so aber da haben wir noch mal eins. Können wir die behalten. Da ist noch mal eins. Ja, okay. Packung kann man auch. Ihr könnt die behalten irgendwie. Irgendwie? Ja, ja, vielleicht holt jemand nur das Spiel. Ihr seid krass. PSP, so eine Switch, PSP, dann ein Switch und der Rest, ich glaube PSP. Mhm. Ja, da ist Nummer 1. So, schauen wir mal, was die PSP-Spiele machen. Das ist meistens immer das Problem, dass die Broche sind, aber bei dir anscheinend nicht. Bist du eher der Aufpasser? Ja. Nicht so schlampig, hä? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Okay. Weil die Switch gehört nicht mir, deswegen, wenn das meine wäre, hätte die nicht so ausgesehen. Ey. Meiner kleinen Schwester, deswegen. Das überhaupt für ein 3004. Da war kein Ladekabel, oder? Doch, aber habe ich nicht mehr. War alles im Keller. Schlampiger Haushalt da. Ja, für die haben wir kein Ladekabel mehr. Die Mama, der hat das alles aufgeräumt, dass man es nicht mehr findet, oder? Dafür, ja, bestimmt. Die Kinder sind halt Schlamper. Spielen. Mal gucken. Xbox ist da hinten. Ja. So, jetzt muss ich da mal gucken. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Das sieht nämlich so schön aus. Da ist auch keine Folie drauf, gell? Mhm. Ich habe sie zurückgesetzt auf jeden Fall. Hier ist voll die Kratzer hier im Display. Joy-Cons? Die Joy-Cons? Mhm. Die sind alle yes. Tot. Nein, oder? Doch, ja. Da haben wir nicht. Also ich weiß von nichts, musst du nachfragen. Da haben wir schon 30.000 nachgekauft, die kann man nicht mehr jemandem anbieten, diese Joy-Cons, die sind. Das ist eine der ersten. Das ist ein Ersatzteillager jetzt. Ja, okay, das ist jetzt wieder Ersatzteillager. Das ist eine der ersten Switch. Ist mir schon klar, dass die ist nicht mehr perfekt. Nee, das sind Joy-Cons. Die Joy-Cons, ja gut, das und dann halt hier. Ja. Das. Ja, das weiß ich schon. Der, ja. Das kannst du wenigstens so zum Basteln oder keine Ahnung. Ich bin bei 250, 280 Euro. Kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, ja. Direkt, ja. Ja, ich denke auch, dass das trotzdem noch ein super Preis ist. Ja. Das ist perfekt. Perfekt. Ich habe mit 150 gerechnet, deswegen. Und dann haben wir uns in der Mitte bei 200, nein, jetzt, oder? Jetzt bleibt schon Scheiße, Alter. Wir nehmen eh kein Geld mit, denke ich. Das ist eh. Jetzt guckt ihr mal rum, genau. Mhm. Dann haben wir einen Deal, kleiner Mann, hä? Müssen wir noch besiegeln hier. Kommst du auf YouTube, oder? Immer. Jetzt kommt dein Ankauf auf YouTube, hä? Ja. Kannst du jeden Abend zum Einschlafen nehmen? Warte mal, soll ich noch ein bisschen Geräusche machen? Hä? Warte mal, da musst du mehrere nehmen. Ja, alle und dann alle zusammen. Genau, und dann feiern die das, gell? So. Und dann Telecash-Gerät. Ist immer entspannend. Aber Sie haben den Laden jetzt seit 4 Jahren, oder? Also Sie selber. 30 Jahren, ich bin der Chef.
30? Ja, so. Seit 92. Ach, wir kommen immer hierher nach Villingen in diesem Game. Ja, ich habe gewusst, dass hier ein Land gibt, wo alles verkauft. Wir waren noch nie einmal in der Stadtmitte. Okay. Ja. Auch gut. Deswegen konnte man es jetzt nicht erwarten, am Rosenmontag hierher zu kommen. Hey, grüß dich. Hi. Havik, oder wie, oder was? Ja, genau. Alles klar. Ja? Hi. Ist noch was los in Schwerin? Ja. Ja, weil du jetzt da bist. Ja. Also ich habe hier... Das ist deine und das ist meine. Wobei ich denke, dass dich das nicht so interessieren wird, weil du mein Tasch... Wir sollen es einfach mal mitbringen. Ja. Habe ich das gesagt? Ja, ich weiß. Ich habe mir auch immer in WhatsApp geantwortet. Ja. Ich nicht. Okay. Ich mache hier oben meinen Job. Ich glaube, ich kannst du... Das vergessen. Habe ich mir gedacht. Weil die verkaufen wir selber für 1 Euro. Wir haben bestimmt noch ein paar tausend Stück da. Ja. Das ist auch gebraucht wahrscheinlich. Nee, das ist original. Komplett neu. Komplett original, noch nie aufgemacht. War ein Fehlkauf. Ja gut, dass es auch Fehlkäufe gibt, gell? Ja, gell. Das ist ja gebraucht, aber gut. Das ist auch gebraucht. Das ist mit Steambook und alles. Ja, noch mit dem Armbänder, ja. Mit Kette vorne noch. Ist ja zum Sammeln, so. Das ist ja nicht mehr zum Zocken. Okay, jetzt gucken wir alles mal an. Schauen wir mal. Das sind wieder so Mädchenspiele. Ich muss aber dazu sagen, ich habe keinen Anschluss mehr am Fernseher gehabt. Die Wii ist noch nicht zurückgesetzt. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen können. Machen wir ja, aber da ist eh nichts. Das sind halt ein paar DVDs. Ja. Die waren immer in dieser Schutzhülle drin, also die habe ich. Das ist nochmal so eine Ersatzklappe für die Wii vorne dran. Waffelfrage. Oh je, jetzt erwarte ich die Millionen. Nee. Ja, weiß man ja nicht. Ihr seid von Rotzweil, gell? Oberndorf am Neckar. Ach, da habe ich keine Hülle gehabt. Das habe ich so mal geschenkt gekriegt. Wieso? Krieg schon so Augen. Ich hol kurz noch ein Kabel aus dem Auto. Ja, ist okay. Dann diese ganzen Graubkopien hier. Ich habe das alles geschenkt gekriegt. Ich habe dafür keine. Oh, das ist ja gut, wenn man keinen Cent dafür bezahlt. Aber die lag jetzt, wie gesagt, nur rum. Die war bei der Wii damals dabei. Ja. Oh, sind die schönen Spiele. Wie der Blick von dir, oder? Von der Seite zu. Ich beobachte alles. Mach Auge, Brudi! Ich werde an der Fasnacht nun gefahren. Das ist ja hier gerade überall wahrscheinlich Katastrophe. Hat seitlich am besten hinkauen heute. Ja? Ja. Das ist noch original verpackt, ich noch nie gespielt. Ciao, ciao. Tja, was machen wir da? Keine Ahnung. Sag du es mir. Also hier, das ist bei 80 Euro. Zusammen? Mhm. Ja. 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 Und das müssen wir halt dann nochmal gucken.
der Router unten. Ach so, okay, ich denke gerade so, was ist das denn? Deins, guck ich mal, was das für ein Headset ist. Ja. Für ein Mädchen-Headset. So. Ich glaube, das ist klar. Das kann ich gerade. Das ist halt auch schwierig. Jetzt habe ich ja kein Internet. Handy? Das läuft für alles. Mein Telekom ist gerade da. Wir haben Zeit. Wir haben keine Ahnung. Gestern Abend konnte ich nicht streamen, hat er ständig. Das ist gerade gekommen, weil vorher auch wieder bam, da ganz Zeit, seit 3 Stunden geht kein Internet. Ich war vorhin auch da, dann hast du gemeint bis 17 Uhr. Ja, ja, genau. Schreib nicht immer rein, aber ich guck's sehr oft zu. Ey? Er ist der stille Lurker. So 17 Uhr wieder kommst, hast du gemeint. Ja, ja. Wenn wir es bis dahin hinkriegen, weil sonst ja. Weiß ich auch nicht. Ich suche auch, gell? Mhm. Ja, ich hab die gefollowt gestern. Ja, ich hab's gesehen in meiner Analyse. Ja. Überall wird man gestalkt. Ja, ja. Ja, ja, gestern gab's Burger, ja. Ja, nee, da hab ich nicht gesehen. Aha. Naja, ich glaub, du hast Obst schon, glaube ich. Ja, ja, ja. Pimpern? Ja. Okay. Ja, so ist das dann. Hier mit eurem Pokémon, ey. Ist gerade Hype in der Grundschule. Ja, die tauschen wieder nicht zurück. Mhm. Achso, ihr habt ja Kinder, oder? Ja. Oder eins, oder zwei. Der Große tauscht jetzt wie verrückt in der Grundschule mit seinen Schulkollegen Pokémon-Karten. Ja, besser so als andere Sachen. Genau. Gell? Ja. Dann lieber Pokémon-Karten. Ich hab gesagt, schade, dass ich meine damals. Ja, ja ich auch. Ja. Ja, gut, ich war's halt, das war die Mama. Soll ich jetzt am WLAN dranhängen oder? Ja, das sind erstmal Einstellungen, WLAN wieder raus. So. Soll ich dir helfen? Ich komme gar nicht klar. Schon diese Amazon, ja. Jawohl. Noch größer geht's auch nicht. Ja? Hier. Nee, da, oder? Nee, hier. Das ist wahrscheinlich ein Foto der Bäume. Lass mich mal gucken. Und den Scan. Hier. So, jetzt halt. Ob es jetzt geht. Nee, bei mir geht gar nichts. Ich hab. Ich guck. Das hier. Der Gaming-Rewind. Ah, cool. Das hier. Mhm. Wie gesagt, wurde nicht einmal benutzt, ist noch im Originalzustand. Also da willst du 20 und 10, 30 Euro. Sonst war es mal. Nee, dann nimmst du das jetzt mit und erschlossen. Ja, aber ich habe 75 für das Zeit. Ja, kostet 60, habe ich geguckt, aber es ist jetzt nichts, was mich umhaut. Nein, okay. Dann nehme ich es nicht. Nee, ist ja okay, kein Problem. Ja, das ist auch zu verlegt. Ich wollte einfach mal so fragen, gell? Mhm. Ja, dann nimm deine Tüte mal. Ja. Ja, ja, genau. Nur langsam. Ja. Das danke dir, gell? Wer zahlt jetzt was? Also. Ich nehme die 80 erstmal und das zahle ich extra und er kriegt sein Geld. Die 10. Ja, dann ziehe ich doch die 10 ab. Von den 80 kriegst du halt 70 und er 10. Okay. Ja. Dann machen wir so. Dann kommen wir schon mega kompliziert. Dann zahle ich aus, dann kassierst du. So, deine 70, deine 10. Oh, dein Geld. Karton brauchst du nicht mehr, oder? Den kannst du da lassen. Wenn dann kann ich das gerade da wieder reinstellen. Genau. Ja, aber nach der, wie heißt es, Game Boy Color spiele ich gut. Nervst mich. Nervst mich. Auch genug im
genervt, dass er gegen Balkoner spielt.